Ihr habt es euch gewünscht, ich werde heute mein persönliches All-Time-Favorite-Fußball-Dreamteam in FIFA 22 kaufen. Es war wirklich unfassbar schwer, da eine Auswahl zu finden, aber ich habe es irgendwie gepackt. Wer es am Ende geworden ist, werdet ihr im Video sehen, wenn es euch gefällt. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Falls du zu den Schlingen gehörst, die noch nicht meinen Kanal abonniert haben, dann lass ein Abo da, würde mich freuen. Und dann gehen wir rein ins Video, let's go. Wir sind in FIFA 22 angekommen und wir starten jetzt in mein persönliches favorite Fußball, Dream Team of all time. Also ich, wie gesagt, es war unglaublich schwer, hier diese 11 Spieler zu bestimmen, weil es gibt einfach so viele coole Fußballer, von denen ich Fan bin. Da dann 11 rauszusuchen, es war extrem, extrem schwierig. Viele gibt es auch gar nicht mehr. Also in meinem Dream Team wäre ohne Frage zum Beispiel ein Diego von Werder Bremen, der keine Karte mehr hat. Auch Naldo wäre auf jeden Fall bei mir im Dream Team gewesen, aber die gibt es halt leider nicht mehr in FIFA. Aber lasst euch überraschen, das Team ist trotzdem am Ende ganz nice geworden, wie ich finde. Bevor wir reinstarten, kommen wir erstmal zur Bank. Hier habe ich ein paar Karten. Ja, von denen bin ich auch ein sehr großer Fan. Özil, ich war hin und her gerissen. Ich war mir, das war eine 50-50-Entscheidung mit einem anderen Spieler. Ich habe mich am Ende für den anderen entschieden. Aber Özil, auch eine absolute Legende. Auch bei Werder Bremen natürlich gespielt, bei meinem Lieblingsverein. Also auf jeden Fall ein Macher. Griezmann habe ich auch jahrelang extrem gefeiert. Mittlerweile ist er jetzt auch nicht mehr der allerheftigste. Aber Griezmann war ich auch ein sehr, sehr großer Fan. Podolski, muss man nichts zu sagen. Absolute Maschine früher gewesen. Thomas Müller, ich bin auch von ihm ein Riesenfan. Also Thomas Müller ist einfach der Beste. Einfach ein saugeiler Typ im Real Life und ein verdammt starker Fußballer. Und Paul Pogba, den habe ich auch schon immer gefeiert. Ist auch ein umstrittener Fußballer wahrscheinlich. Aber Paul Pogba ist für mich auch eine absolute Legende. Und dann würde ich sagen, starten jetzt rein in mein persönliches Dream Team. Und da beginnen wir mit dem Torhüter. Und die Position ist für mich unangefochten. Manuel Neuer, wirklich, da gibt es keine Diskussion für mich. Manuel Neuer, mein absoluter Lieblingstorhüter aller Zeiten. Also wirklich, da kommt auch keiner dran oder so. Manu ist einfach der Beste. Wurde Weltmeister mit Deutschland. Ich feiere ihn seit Tag 1. Ich weiß nicht. Seit Tag 1 wahrscheinlich ein bisschen gelogen, aber Manuel Neuer, er ist einfach der Beste. Auch beim Rechtsverteidiger gab es für mich da überhaupt keine Sekunde zu überlegen. Dann das ist für mich Philipp Lahm. Schreibt mir sehr, sehr gerne mal euer persönliches Dreamteam in die Kommentare. Wer wäre in eurem persönlichen Dreamteam drin, würde mich mal sehr interessieren. Aber beim Rechtsverteidiger Philipp Lahm, da gibt es auch gar keine Diskussion. Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gewesen, auch Weltmeister 2014, die Weltmeisterschaft 2014. Das ist auch einfach so ein Event, da werde ich mich noch ewig dran erinnern. Und deswegen muss Philipp Lahm hier zusammen mit Manuel Neuer in mein FIFA 22 Team, mein Dreamteam aller Zeiten. Bei den Innenverteidigern habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich habe es eben schon mal gesagt. In meinem eigentlichen Fußball-Dreamteam wäre auf jeden Fall Naldo. Ich habe den damals so geliebt bei Werder Bremen, wie er immer die Freistöße geschossen hat. Naldo auch einfach eine Legende. Ich habe den auch mal im Real Life getroffen. Ich habe Naldo wirklich geliebt bei Werder Bremen. Ich habe mich jetzt letzten Endes für Sergio Ramos entschieden. Der Typ ist einfach eine Maschine. Also er hat meinen größten Respekt, sagen wir es mal so. Und es ist einfach ein extrem starker Fußballer gewesen. Mittlerweile spielt er, glaube ich, fast gar nicht mehr bei PSG, weil er auch länger verletzt war oder so. Ich bin mir gerade unsicher. Aber Sergio Ramos gehört definitiv in meinen Fußball. Dream Team. Der zweite Innenverteidiger in meinem persönlichen Dream Team ist David Alaba. Ich weiß auch nicht. Ich finde den einfach überragend. Ich finde den überragend. Ich fand den bei Bayern immer super, super stark. Dazu kommt, dass er einfach ein richtig cooler Typ ist. Hier geht es jetzt nicht überall um, wer ist der Allerbeste und was weiß ich was, sondern einfach auch darum, was ist mein persönliches Dreamteam, von welchen Spielern bin ich persönlich Fan. Und David Alaba, einfach ein cooler Typ. Den Wechsel zu Real Madrid fand ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Hab den natürlich sehr, sehr gerne in der Bundesliga gesehen. Mein Team wird auch aus größeren Teilen aus dem FC Bayern München bestehen. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, FC Bayern rasiert seit 10, 20 Jahren oder noch länger die Bundesliga und man sieht dann einfach diese unfassbar starken Spieler immer beim FC Bayern, weil man die Bundesliga verfolgt und dadurch wird man halt auch so ein bisschen Fan von den Spielern, um ehrlich zu sein. Und deswegen David Alaba auf jeden Fall gesetzt in meinem Dream Team. Wir kommen zum Linksverteidiger und dann zur Legende. Marcelo, er ist einfach der Beste. Er ist einfach der Beste, eine absolute Maschine. Seine Tage bei Real Madrid sind wahrscheinlich auch mehr oder weniger gezählt. Ich glaube, Ferland Mendy spielt hauptsächlich. Trotzdem ist Marcelo Kapitän von Real Madrid, denn bei Real Madrid ist es immer so, dass der Spieler, der am längsten für den Verein spielt, auch Kapitän ist. Und das ist aktuell Marcelo. Er ist der am längsten spielende Spieler bei Real Madrid aktuell. Und seine Captain-Karte sieht auch unfassbar geil aus. Nach Marcelo hätte ich mich wahrscheinlich
wahrscheinlich für Alphonso Davies entschieden, auch aus Gründen des Fußballs, weil ich den extrem stark finde, aber auch, weil es einfach ein saugeiler Typ ist und ich feiere es einfach, wenn Spieler auch im Real Life cool drauf sind, so wie zum Beispiel bei David Alaba. Aber ja, wir kommen zum Mittelfeld. Deutschland FC bekommt hier einen weiteren Zugang mit Bastian Schweinsteiger. Ich brauche, glaube ich, nicht viel über Basti sagen. Basti gehört auch zu den geilsten deutschen Fußballern zu meiner Zeit, sagen wir es einfach mal so. Zusammen mit Lukas Podolski, mit Philipp Lahm, Manuel Neuer und dem ein oder anderen Kollegen wirklich eine absolute Mittelfeldmaschine gewesen. Wir holen uns die Moments-Karte für den rechten Flügel. Er wird dann später natürlich als ZM zocken, aber Basti Schweinsteiger, einfach ein sau cooler Typ. Mach ihn, Mario Götze ist in meinem persönlichen Dreamteam. Hätte man vielleicht jetzt nicht unbedingt gedacht, aber für mich ist Mario Götze einfach eine Legende. Hat uns zur Weltmeisterschaft geschossen, zum WM-Titel. Und bei ihm war ich am Überlegen, Özil oder Götze, aber ich habe mich letzten Endes dann für Götze entschieden. Ich habe auch damals immer Trikots von dem Mann gekauft, von der deutschen Nationalmannschaft. Ich fand ihn überragend beim BVB. Dann ging seine Karriere leider so ein bisschen den Bach runter, aber zu seiner Prime war er einfach einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Und bei Deutschland war er auch einfach saustark, deswegen Mario Götze auf jeden Fall in meinem Dreamteam. Und damit kommen wir zu meinen 4 Offensivkräften. Götze werde ich zusammen mit Schweinsteiger, wie gesagt, als ZM zocken, auch wenn Götze eigentlich auch eher offensiv ist. Und bei der ersten offensiven Karte habe ich mich tatsächlich für Franck Ribéry entschieden. Was soll man zu dem sagen? Eine absolute Legende, eine absolute Maschine. Einfach immer unfassbar viel Spaß gehabt, dem Kollegen beim Fußballspielen zuzuschauen. Genauso war es auch bei Arjen Robben. War auch einfach ein geistkranker Spieler, aber Ribéry hat mich immer noch so ein bisschen mehr abgeholt. Einfach eine absolute Legende in der Bundesliga beim FC Bayern München. Ich habe hier wirklich sehr, sehr viele Bayern-Spieler drin, sehe ich gerade. Das ist wirklich zu krass. Der nächste Spieler in meinem Dreamteam ist auch absolut gesetzt für mich. Miroslav Klose. Oh mein Gott. Hat bei Werder Bremen gespielt, hat beim FC Bayern München gespielt, aber hat auch vor allem in der deutschen Nationalmannschaft alles abgerissen, was man abreißen konnte. Gehört natürlich auch zum WM 2014 Kader und hat da auch wirklich einige Tore genetzt. Also seine Statistiken hier, die wir sehen, die sind wirklich unglaublich. Unfassbar. Und als Werder Bremen Legende Miro Klose natürlich in meinem FIFA Dream Team oder in meinem Dream Team absolut gesetzt. Also wirklich, Klose hat einen Platz in meinem Herzen. Und damit kommen wir zum Abschluss noch zu 2 Spielern. Da musste ich nicht mal eine Sekunde überlegen, dass die in meinem Team sind. Und da starten wir natürlich erstmal mit Cristiano Ronaldo in seiner Foot Birthday Variante. Ich bin ein riesengroßer Cristiano Ronaldo Fan. Bei der Debatte Messi oder Ronaldo gab es für mich immer nur den einen, und zwar Cristiano Ronaldo. Messi ist ohne Frage ein unfassbarer Fußballer, aber für mich persönlich war Ronaldo immer der Beste. Ich liebe einfach seinen Spielstil. Ich feiere ihn als Typen auch unfassbar, muss ich sagen. Also es ist einfach, ey, ich bin einfach ein riesen Ronaldo-Fan. CR7 ist sowas von gesetzt in meinem FIFA-Team. Und damit kommen wir zum Abschluss noch zum letzten Spieler in meinem Fußball-Dream-Team of all time, und zwar Ronaldinho. Auch gar keine Frage bei dem Kollegen, dass der in meinem Dream-Team ist. Ich habe den sowas von geliebt bei Barcelona. Also das war unglaublich. Ich war damals auch ein kleiner FC Barcelona-Fan, muss ich sagen. Damals noch mit Ronaldinho, mit Eto'o, Puyol habe ich auch extrem gefeiert, muss ich sagen. Deco fand ich auch ziemlich cool, habe ich sogar auch überlegt, ob der vielleicht in mein Dreamteam kommt, aber habe mich dann doch noch für ein paar andere Spieler entschieden. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich hätte hier auch noch so viele andere Spieler reinpacken können. Sich am Ende hier für 11 Karten zu entscheiden, ist wirklich verdammt schwierig. Schreibt mir mal wirklich sehr, sehr gerne euer persönliches Dreamteam in die Kommentare. Natürlich wäre da zum Beispiel vielleicht auch noch ein Claudio Pizarro, ein Diego oder Ronaldo drin gewesen, aber die gibt es halt leider nicht mehr in FIFA. Und das ist jetzt hier am Ende des Tages mein persönliches Fußball-Dream-Team. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das werden wir jetzt testen im ein oder anderen Division-Rival-Game. Let's go. So, wir gehen rein in Division-Rivals. Nettes Frankreich-Team zusammen mit Owen im Sturm. Ronaldo nimmt den ganz, ganz trocken zum 1:0. Franck Ribéry macht das super auf Cristiano Ronaldo, der fasst das 2:0. Komm, Ronaldinho. Oh mein Gott, es ist einfach mal so cool, mit dem zu spielen, wirklich. Schade. Schönes Ding. Wieder Ronaldo an den Pfosten. Aber da ist Ronaldinho und der auf Klose. Gut, der Gegner hatte richtig Bock. 1:0 Rage Quit, alles klar. So, rein ins zweite Spiel. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus, das Team. Ronaldinho mit einem traumhaften Ball auf Krisch. Ja, macht er super. 1:0.
Schön von Basti Schweinsteiger. Der auf Miro Klose, der Ronaldo und der mit dem 2-0. Ribéry, Zuckerpass auf Cristiano Ronaldo. Und auch der Gegner quittet, von dem her, wir machen noch ein drittes. Auf geht's, das dritte Spiel wollen wir auch noch gewinnen. Sieht aber cool aus und das sage ich wirklich bei absolut jedem Team. Ronaldinho auf Miro. Und Miro macht das ganz abgezockt. Jawohl, komm. Franck Ribéry, Junge. Nicht mehr der Schnellste, aber den macht er trotzdem, oder? Den macht er. Ja, Marcelo. Auch nach vorne, super. Und Ronaldinho mit dem dritten. Komm, Götze, mach die Meter. Götze, Götze, Mario Götze. Götze, mach ihn. Er macht ihn, Mario Götze. Komm, Klose. Setz den Schlusspunkt. 5-0. Grüße gehen raus. Das wird wohl auch der nächste Quiz, so ist es. 3 Rage Quiz. Und das soll es an der Stelle gewesen sein mit meinem persönlichen Dream Team. Gekauft in FIFA 22. Unglaubliche Spieler. Wirklich, hat richtig viel Spaß gemacht. Schreibt mir, wie gesagt, euer Dream Team in die Kommentare. Würde mich auch sehr interessieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum nächsten Video wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.